Was eigentlich nicht Kopfgemerk statt Wissen? Stopp. Stopp. Stopp, alles stopp. KVB, Polizei, Beamter, alles stopp. Jan hat stopp gesagt. Den Stopp. Ich meine, Sankt, ob. Ach, David, da sind wir wieder. Ich habe, ach so, hallo. Hallo, warum heißt es nicht Kopfgemerk? Statt Wissen. Bei der Merkel heißt es so. Ah je, deine schlechten Witze sind so hart auf die Eier, ne? Ich glaube, Merkel-Wortwitze, ey, das ist richtig, richtig lange schon durch. Alle Merkel-Witze sind durch. Wacht auf, merkelt ihr denn gar nichts? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Jan. Es ist so viel passiert. Ja? So much in those times. Ich ordne meine Themen für heute. Gut. Ordne ich so, dass die unwichtigsten zuerst kommen. Sehr gut, damit wir eine Kurve nach oben haben. Ja, manchmal sind die unwichtigen dann ja doch sehr interessant. Oder war so. Hier schon mal was wichtig? Wichtig ist, dass wir die Leute ernst nehmen. So. Und zwar irgendwie immer, wenn wir aufnehmen, ne, und dann durch lange Recherche und sagen wir mal, da wir die Zeitungen wälzen, die Tageszeitungen, und dann auf bestimmte Themen kommen, wie zum Beispiel Mickey Mouse und Donald Duck Übersetzungen, ja. Dann denke ich beim Aufnehmen immer, ist das nicht scheiße, ja? Und dann kriege ich da auf die Dinge die meiste Reaktion. Ja, das stimmt. Und? So, oder zum Beispiel, dass ich FIFA 18 spiele, wie viele Nachrichten ich kriege, weißt du? Was ist denn jetzt mit FIFA 20? Ja, weil die Leute gemerkt haben, dass wir zum Beispiel beim letzten Mal, als ich da diverse Mails vorgelesen habe, gesehen haben, ah, guck, die lesen das, die nehmen das dankend an, also schreibe ich jetzt auch was dazu. Deswegen steigt jetzt ja, unser, ist so gut. Unser Posteingang, explodiert. Genau. Ja, ey, die Entenhausen-Sache. Ne? Sollen wir erstmal was Aktuelles machen? Ja, bitte. Hast du was? Wie immer. Ich habe was Aktuelles, das war nicht in tagesschau.de, sondern das wurde mir so Instagram-Werbung. Das wurde dir persönlich von Frau Merkel gesagt. Ey, wusstest du eigentlich mal, dass ich die Merkel fast getroffen hätte? Fast. Und dann doch nicht. Wenn ich nach Berlin geflogen wäre, dahin, wo die gerade war, dann hätte ich sie fast. Ey, ich muss noch mal überlegen, wie das war. Das war, ich hatte ein Angebot für so einen, ich sag jetzt mal Summer-Job, weil es war Sommer und ich hatte keinen Job. Aber das Summer-Job ist in Amerika irgendwann in den Ferien, ne? Ferienjob. Summer Jam kenne ich und Summer Break. Heißt das Summer Break? Da war ich irgendwie, da war ich Anfang 20 und das war so ein bisschen Helping Hand bei einem Dreh sein. Ne? Stativ aufbauen, Kamera holen, was weiß ich, irgend so eine Scheiße. Aus irgendeinem Grund habe ich das abgesagt. Entweder weil ich einen anderen Job hatte oder weil ich Urlaub dann hatte. Und dann hat das ein Kumpel von mir gemacht, der auch, der uns auch hört. Der hat mir übrigens geschrieben, wir sollen nie wieder ein random Intro machen. Wir sollen ein richtiges Intro machen. Ach, okay. Der hat mir sogar ein traurig Cook-Smiley geschickt. Echt? Ach du liebes bisschen. Was ist denn ein random Intro? Wo muss ich noch nachfragen? Auf jeden Fall habe ich den Job dann abgesagt, ne? Und das war dann so ein journalistischer, ich glaube, das war ein Kabarettist aus Österreich oder so, der hat dann so ganz Europa Interviews gemacht, ne? Mein Kumpel ist durch ganz Europa gefahren mit dem und hat nur geile Leute interviewt und zum Beispiel die Merkel auch, Junge. Weißt du? Und dann hat der halt Stativ auch gemacht. Wann war das? War die da schon Kanzlerin? Ja, auf jeden Fall, das ist 10 Jahre her oder so. Krass. Ja. Und dann hat mein Kumpel nochmal gesagt, ey David, danke nochmal, dass du mir diesen Job vermittelt hast. Das war das Geilste der Welt. Ich so, ich bin so ein Vollidiot. Und dann habe ich dann noch mal diesen Kontakt, ich glaube Lisa hieß sie, angerufen von dieser Produktionsfirma, die das produziert hat. Ne? Und habe einfach nochmal gesagt, ey, wenn ihr nochmal sowas Ähnliches habt, ne, ey, dann bin ich diesmal dabei. Und dann weiß ich noch, hat die irgendwie so reagiert, so, als das alles angehört, meine 3-Minuten-Rede, so, ich würde das super gerne dann das nächste Mal ich machen, nicht wieder meinen Kumpel fragen. Ne? Ja. Und die dann so, warum sollten wir das jetzt mit dir machen? Ne, die meinte dann so, wer ist da? Ich so, ist ja. Oh man, geil. Merkel and I. Merkel and I. Ich habe meinen Ferienjob angenommen, vielleicht habe ich den auch schon mal erzählt, habe ich das mal, dass ich in der Baumschule war. Ich weiß jetzt, er ist ungefähr seit einer Woche, was eine Baumschule ist. Ach so. Was war da? Ich dachte so, das ist ein anderes Wort einfach für Waldorfschule. Ist es im Grunde auch. Ey, das war so ein Ferien, mein erster Ferienjob war das, ja. Das zu ist sowas, wo man noch Gartenkram kaufen kann, Bäume. Ja, Bäume, genau. Und zwar war warum der, Schule? Ja, weiß ich auch nicht. Idioten, ne? Vor allem die im Garten. Oh, ich weiß, ey.
Gartenidioten. Gartenzwerge. Mein Job bestand darin. Ist Gartenzwerg eigentlich ein Wort, was man auch überdenken muss, dass es, dass man das anders sagt, weil sich Leute angegriffen fühlen? Warum? Was? Ja, Zwerg. Gartenkleinwüchsiger. Ja. So. Ja. So. Weil die Zwerge, die Kobolde und so, die scheren sich an. Ja. Stimmt. Pumuckl zum Beispiel. Der hat ein Problem mit Einzelmännchen und mit Gartenzwergen. Pumuckl hat auch ein Problem, eine Frau zu finden. Ja. Darüber redet keiner. Ich habe neulich eine Frau gefunden, die aussieht wie Pumuckl. Schade, dass wir keine Kapitelfotos mehr machen. Die hätte ich jetzt mit geblurrtem Gesicht. Ich habe sie zufällig fotografiert. Ganz Körper. Gelber Pullover, bauchfrei. Ja, gelber Pulli. Warte mal. Nee, gelbe warte mal. Hochwasser, Hose und keine Schuhe. Ja. Erstmal rote Haare, gelbes Oberteil, grüne Hose. Und barfuß. Malte Augen. Ja, da wollte ich wollte das eigentlich raushauen als Remember Pumuckl, und this is him now, feel old yet. Und creepy old guy in Handwerker-Outfit hinter ihr in 10-mal so groß. Dieser aussieht Pumuckl. Genau. Sie war, Junge, das war auch bei Wer wird Millionär. Gab's mal, es gibt eine Faustregel, ich weiß jetzt gerade nicht mehr so, es gibt eine Größeneinheit, wie man benennt, wie groß die Schlümpfe sind. Das kommt irgendwo vor, das heißt, ich glaube, so 3 Äpfel hoch oder irgendwie so ein. Auf gar keinen Fall sind die 3 Äpfel hoch. Ja, sowas, pass auf. Und das ging irgendwie, weil die Frage, wer ist laut Definition 3 hoch oder so? Pumuckl, Schlümpfe, Biene Maya, noch was. So, ne? Ja, Pumuckl. So, ja, und dann war das, und dann, das war schon eine richtig hohe Frage, so. Ging um viel Geld. Und dann aber hat der. Wenn der ich Kandidat, da selbst, ne? Wenn ich da selbst würde, werde ich zu meiner Mutter sagen, ja. Und du hast jahrelang gesagt, ich soll nicht so viel Fernsehen gucken. So, jetzt kommt hier die 100.000-Euro-Frage und was? Hier, ich habe alles geguckt. Ja, wenn das so ein Insider aus den Simpsons war oder so, ne, wo man immer war, ja, mega einfach. Ja, was ja, Politisches bei 50 Euro? Keine Ahnung. Das ist doch total die Kindheit-Fernsehguck-Frage. Ja, natürlich, total. Ja, und dann, pass auf, dann hat sich der Kandidat für den Publikumsjoker entschieden, aber nicht, wo alle abstimmen, sondern wo einer aufsteht, dieser Zusatzjoker ist das, glaube ich, ne? Wo dann einer aufsteht, weil mein Vater mal gemacht hat. Ich bin nur aufgestanden, um zu sagen, dass ich die Antwort nicht weiß. Ja, so. Glück. Ich wollte noch mal fragen, wie die Frage lautet. kann ich auf Toilette? Ich habe mir nämlich in die Hose geschissen. Oh, das war ja bei irgendeiner Show. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall stand da eine Frau auf. Und dann hat sich der Kandidat für diese Frau entschieden und dann wurde diese Frage gestellt, ja, wer ist laut Definition 3 Äpfel hoch? Ja, also ich würde jetzt einfach mal schätzen, Pumuckl. Also so, wenn ich so mich an den jetzt erinnere, das könnte schon so hinkommen. Danke. Laut Definition. War die Frage, oder? Ja, das war einfach, die wusste es einfach nicht, die war genauso schlau wie der Typ, der da saß. Ja klar, kann der so groß sein? Die wusste es einfach nicht. Darf ich jemandem grüßen? Vor allem, ja, einfach vor allem Dativ, ne? Darf ich jemandem grüßen? Darf ich jemandem einen Gruß ab? Ja, jemandem. Darf ich jemandem einen Gruß abschwatzen? Das ist das Beste, in so, wenn das so Fernseh-Mitmach-Leute sagen, ne? Darf ich jemanden grüßen? Ey, anstatt zu fragen, ne? Raubst da doppelt Fernsehzeit, Sendezeit. Ja. Sag doch einfach irgendwas. Ja, darf ich was fragen? Zu spät. Halt dein Maul. ich hatte auch mal eine Spielpartnerin, die hatte. Was war denn richtig? Pumuckl, ne? Nee, die Schlümpfe. Die sind so groß. Nee. Doch? Nein. Och, das heißt aber, ich weiß nicht, wie. Muss jemand von euch recherchieren? Wie riesig sollen denn die Schlümpfe sein, bitte? Ja, 3 Äpfel hoch. Auf gar keinen. Ich weiß es nicht. Ja, Mini-Äpfel. Ich guck gleich mal. Playmobil-Äpfel. Ja. Ja, die. Wer ist laut Definition 3 Playmobil-Äpfel? mega spezifisch. Eine Antwort müsste sein, nichts, weil Quatschfrage. Apropos Apfel, ich war in der Baumschule. Ey, das war jeden Morgen so 5:30 da sein. Das war einfach nur schlimm, ne? Und dann war man da mit irgendwelchen Gartenarbeitern. Halt, stopp, ich muss was nachfragen. Wenn eine Baumschule voller Bäume. Wem ist wichtig, dass du früh auftauchst? Ist wichtig für irgendwas. Und dann das ist der Titel dieser Folge. Wichtig für irgendwas. Und dann war ich morgens da und dann hat man erstmal gefrühstückt in so einem LKW. Ey, oh Gott, Junge. Ne? Da saß man da so mit irgendwelchen Bauarbeitern und so Thermoskannen.
eisekalt, war zwar Sommer, aber war einfach 5.30 Uhr. Und dann bin ich froh, dass ich nicht in meinem Bett liege. Moin, Jungs. Das ist der Start meiner Karriere in der Baumschule. So 8 Mark die Stunde oder so. Das war einfach nur schlimm. Und deswegen ist halt einfach ein furchtbarer Job, weil du die ganze Zeit gebückt durch die Gegend rennst, weil irgendwas auf dem Feld machen muss. Und dann musste ich Bäume veredeln. Das heißt, man musste da so ein Apfelbäumchen anritzen und dann so einen Zweig von einem Apfelbaum da so reinklemmen, dass der da dran wächst. Und ey. Hey, das kriege ich immer bei Instagram angezeigt. Und dann so mit Folie umwickeln. Ne? Wie ich das mache. Das ist geil. Ja, genau. Das kann man mit vielen Pflanzen machen, ne? Aber man kann doch eigentlich voll die oder? Kreaturen schaffen. Einfach so einen Vogelfuß an Baum. Mal gucken, was passiert. Ja, aber mit Pflanzen geht das. Schnabel. Ne? Schnabel an Apfel, ja. Also jetzt wird's Quatsch. Ja, jetzt ist albern. Aber das geht mit vielen Bäumen oder Pflanzendingern. Dass er so die Äste da rein piekst. Ich habe nie gesagt, dass ich was gelernt habe in dieser Baumschule. Ja, ich habe da schon mal ein paar Videos von gesehen. Dann muss ich irgendwie ankatten und dann da reinmachen und festtütteln und dann wird er Jod. Ja. Ja, das wird mir auch manchmal bei Instagram angezeigt. Ja? Ja. Das wär eigentlich geil, dass so ein Kirschzweig an Apfelbaum, hast du so apfelgroße Kirschen. Junge. Why not? Je kleiner die Frucht, desto intensiver, oder? Ja, kann sein. Ich weiß nicht, wie. Zumindest wenn man eine Erdbeere, die reif ist, da ist die kleine geiler als die große. Ja, und je roter, desto besser. Also so diese, ich sag mal, die Rewe-Erdbeeren, die oben noch so blass sind und die es auch im Herbst gibt. Was ist mit den Erdbeeren aus dem Aldi, die so einen weißen Pelz haben? Sind die auch gut? Die so grün-bläulich? Ey, wie schnell schimmeln eigentlich Zitronen? Kann mir das mal einer erklären? Nicht, wenn man sie benutzt. Am Handy rum. Nein, ich muss eine Richtigstellung reintragen. Meine Zitronen verschimmeln ultraschnell. Ja? Und ich habe im Kühlschrank extra die werden fies, eine Obstschublade. Ne? Die werden so richtig so Petrol. Ja, einfach isselig. So, ich mache direkt einen Übergang und zwar von wegen Pflanzenäste, Anwachsdinger, was ich im Instagram gesehen habe. Ich habe was anderes bei Instagram gesehen. Ich auch. Und zwar wurde mir Werbung angezeigt, dass McDonald's jetzt bei Lieferando ist. Das weiß ich schon lange. Ja, ist nee, ja egal. Dass ne? die liefern, war schon zu Fedora-Zeiten, glaube ich. Aber das ist so war das nicht, Schäbigste, Alter. War nicht bei den Leuten immer die Ausrede, es hatte nichts anderes offen. Oder ich war halt in der Nähe. Ne, oder wusste nicht, dann gehst du halt zu McDonald's. Ja. Aber wenn du zu Hause sitzt und die Auswahl an allem, alles kann geliefert werden hast, und dann machst du McDonald's. Also wenn du dir McDonald's liefern lässt, das ist ein Alarmsignal. Ja, kommt der Teufel persönlich auf dem Fahrrad vorbei, ey. Hallo. Eine Backpfeife und was hatten sie noch? Ah, Gott, ey. McDonald's ist so krass einfach. Ne? Früher war das, hat man so nie drüber nachgedacht irgendwie. Also ich war da einfach so, ja klar. McDonald's, bah. Ja, die schlechten Sachen sind so irgendwie etabliert in der Welt. Ja. Unglaublich. Und dann versuchen die aber auch so mitzuziehen. Erstmal so, wir machen das Logo in grün. Ja. Es ändert sich nichts an den Produkten, aber der Mensch denkt, grün. Bio. Ja. Bio-Tierreste. Ja. Tierreste, die man nicht essen kann, eigentlich von Biotieren. Die haben ja auch einen veganen Burger, meine ich, gelesen, zwar mal in der Werbung. Also, sie ziehen so ein bisschen mit, ne? Bisschen. Junge, als ich da gearbeitet habe, ey. Haben nicht auch schon richtig geile Leute für McDonald's Werbung gemacht? Ja, das war ja doch ein Skandal, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das war. So Moritz bleibt treu und so richtig Heike Makatsch, so dicke. Achtung, ich schütte ein. Dicke Schauspieler, nicht im. Oh. Mein Junge, das ist jetzt wie ASMR. Ja. Diese Geräuschscheiße. Habe ich gestern mir wieder reingezogen. Zum Einpennen. Hör mal, ich habe heute Morgen meditiert. Ja? Und? Tja, danach habe ich die Augen wieder aufgemacht. Ich habe irgendwie. Ein Kumpel von mir macht das und ich finde ja, höre so ein paar Podcasts, wo die Leute immer von Meditation reden, ne? Und meditieren ist am Ende hinsetzen, Augen zu machen, Schnauze halten. Ja, aber es ist schwer, die Gedankenkirmes wegzukriegen, finde ich immer richtig krass schwer. Ja, man sagt aber auch, man kann es nicht wirklich falsch machen, weil du hältst halt die Schnauze und entspannst dich halt. Du kannst auch in der Bahn sitzen und
in Anführungszeichen meditieren. Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich mir so eine App runtergeladen und dann ich habe mich da noch nicht so richtig reingefuchst, aber die lesen dir entweder eine Geschichte vor oder erzählen irgendwann oder machen mit dir irgendwelche Übungen. So, denk jetzt an deinen Kopf, denk an deinen Fuß. Ja. Hör mal, richtig geil, ne? Ich dachte, da keiner vorher drauf gekommen ist. Denk an eine Titte. Und jetzt schlaf gut. Ey, irgendwie, ja, das hat alles so Oberthemen und so weiter, ne? Und zuerst hatte ich das auf Sprache Deutsch, ne? Und wurden mir so Geschichten angeboten. Irgend so ein Schauspieler, der mir scheißegal ist, ne? weil ich das Gesicht gesehen habe, habe ich gesagt, ey, ich weiß, wer du bist, ne? Und ich gucke keinen Film von dir. Und wenn ich weiß, dass du irgendwie mitspielst, ist es ein Film, der für mich einfach nicht, das ist mir egal einfach, weißt du? Ich gucke ja eh nicht so viele deutsche Filme, so. Und dann habe ich gesagt, jetzt liest der mir was vor oder was? Kein Bock, ne? Dann habe ich das umgestellt auf Sprache Englisch. Ja. Und dann hat mir LeBron James eine Geschichte vorgelesen. Ja, besser. Ja, ja. Der, was weiß ich, bestbezahlte Basketballer momentan, ne? Oder der ist ja mega erfolgreich. So. Und dann hat der so davon erzählt, dass der halt auch meditiert und ein starkes Mindset hat und so. Und wenn der manchmal ausgewechselt wurde im Basketball, und hat irgendwie einen wichtigen Moment im Spiel, ne? Dann gibt es so Momente, da müssen die sich irgendwie dehnen, werden irgendwie Schultern, kriegen sie massiert oder kriegen Traineranweisungen. Aber der hatte so einen wichtigen Moment, 2012, da hat er einfach nur die Augen zugemacht, meditiert, irgendwie 5 Minuten. Und dann ist er Augen wieder aufgemacht, reingekommen, was soll ich noch machen? Tritt den Ball einfach immer in den Korb. Was mach ich falsch? Aber ich habe das auch mal gemacht mit der Calm-App. Calm. So eine Einschlaf-App oder man kann eben auch damit meditieren. Das habe ich mal vor dem Auftritt gemacht. Da kannst du auch so die Zeit wählen, 5 Minuten, 15, 20, 5 reichen, ding. Und war aber auch gut. Irgendwie hat es mich auch so ein bisschen runtergeholt. Ja, und Junge, aber wenn ich mir einen Basketballspieler aussuchen dürfte, der mir was vorliest abends. Scotty Pippen. Auf jeden Fall. Sag mal, mach mal die Stimme von dir. Junge. Den kann ich nicht. Der ist einfach unglaublich. Ja, so ein bisschen. Nein, nicht ganz. Der ist, ey, das ist einfach. Der ist, ich weiß nicht, ist das Rauchen? Nee, der hat schon als Nein, junger, der ist einfach du, groß. Ne? Das klingt wie ein groß. Riese. Ja, stimmt, ja. Und bei Scotty. Der war ein Riese. Bei Scotty Pippen denke ich immer, der sieht so glücklich aus, ne? Ja, ich finde, der ist der gechillteste Typ von allen da. Ja, und der hat immer so ein, ey, ich habe alles richtig gemacht, Grinsen. Ja. Junge, und der hat ja auch, um direkt mal da hinzukommen wieder zu der tollen Doku, The Last Dance. Netflix, dicke Empfehlung von uns. Chicago Bulls. Junge, ich liebe es so sehr. Direkt beide Folgen mir reingezogen. Meine Frau meinte, ich gehe ein bisschen früher pennen. Ja. Gut. Gucken. Dass man sich für was ein Video angucken, irgendwie, dass du das so erklären musst. Muss, ne? Ich nicht erklären, aber die hat ja keinen Bock drauf. So, aber Gott sei Dank musste ich das nicht erklären. Ja, ich habe es die letzten beiden Folgen angefangen, aber war auch so müde, mich eingemöpfelt. Da war auf jeden Fall, Scotty Pippen wird im Laufe der Zeit dann irgendwann auch als Michael Jordan aussteigt, also kurz irritiert hier wegen der Technik. Nee, ist alles gut. richtig schade. Genau, kurz die Vorgeschichte. Michael Jordan steigt aus, weil sein Vater was passiert. Wir haben sowieso die ganze Scheiße schon gespoilert. Ey, trotzdem ist das mega. Das ist trotzdem. Ist egal, wie viel man darüber erzählt. Weil die meisten Sachen wusste ich ja vorher. Ja, ich auch. Deswegen meine ich, das ist ja einfach Sportgeschichte. Und das wissen Leute, die sich dafür interessieren, wissen das schon alles. Es geht eher um die Aufmachung. Junge, es geht um die Aufmachung. Und es ist einfach geil, die auch so die Statements von heute zu hören und so. Wird und auch die, Bugs Bunny die Meinung dazu. Eigentlich von Space Jam. Ja, stimmt, wird auch von erzählt. Junge, auf jeden Fall Michael Jordan. Das ist ja auch so krass, ne? Der steigt dann aus irgendwie, das war so das letzte Game, was er gespielt hat, war sein Vater noch dabei, dann ist er ums Leben gekommen worden und dann hört er auf und steigt aus und das ist dann so, ich fand das so krass, dann gab es so eine Pressekonferenz, wo das dann so erklärt wird und alle waren so, krass, 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 der steigt aus, was passiert hier und eigentlich. Ist er nicht nach dem Championship? Das war das, ja. Aber der, danach, nach dem Sieg ist er direkt. Genau, dann ist er abgedüst und dann war das auch so, warum? Und ey, ich habe immer die ganze Zeit, wenn ich das geguckt habe, gedacht so, ey, das geht doch keinen eigentlich was an, der einfach das nicht mehr will. Wie muss der das erklären? Also klar hat die Öffentlichkeit immer so ein Recht,
darauf, das zu erfahren, aber ich finde, Michael Jordan ist immer so geil in seinen Statements. Der sagt so, ja, nicht, hör auf. Und das ist jetzt einfach so und bis bald vielleicht. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Tschö. Ja. Und ich so, ja, genau, das ist jetzt so, danke. So brauchst nicht mehr zu erklären. Und auch dann, dass der dann eben, das ist ja auch irgendwie schräg dann so, dass er dann Baseball gespielt hat und dann bei den White Sox, glaube ich, dann war, Chicago, und deswegen sofort irgendwie so besonders behandelt. Und so, ey, krass, der muss jetzt irgendwie Gott weiß wie aufsteigen. Und der hat gedacht so, ey, ich will einfach nur Baseball spielen. Ich muss da nicht oben. Ja? Will das machen. Ja, der ist dann einfach so, der, die haben dann direkt gesagt, so, er muss jetzt in die Champions League direkt. Und der war so, nein, ich kann dann auch gar nicht gut genug. So irgendwie, ne? Und das, und dann hieß es, dann wurde er auch fertig gemacht, weil er nicht so gut gespielt hat. Natürlich nicht, weil er ein Basketballstar ist. Und dann die Presse, oh, Michael Jordan, get back to where you came from. So irgendwie, ne? Und man denkt so, ich wollte einfach nur Baseball spielen, Leute. Ich habe mir gesagt, dass ich der beste Spieler der Welt bin. Ich wollte das einfach machen, weil ich das immer mal machen wollte. Ja, das ist irgendwie so, aber so ist halt die Medienlandschaft. Ja, klar, ne? Aber es ist so krass, ne, dass man sofort da weggepöbelt wird irgendwie. Ja, keiner würde schreiben, damit verabschiedete sich Michael Jordan aus dem Mainstream, aus der Mainstream-Presse und jetzt, Moment, da ist was Negatives, ne? Was? Mainstream-Medien? Ne, das meinte ich gar nicht. Naja. Ich meinte, es könnte ja auch ein Journalist schreiben, so, das war's von Michael Jordan aus dem Basketball, wünsche ihm viel Erfolg. Genau. Und sollte er nochmal erfolgreich werden, dann schreiben wir auch was dazu. Und wenn er Scheiße baut, sind wir am Start. Ja, das ist das halt. Das war auch sowas, das Gambling-Problem. Ja, dass er irgendwie Glücksspiele gemacht hat, auch mit seinem Vater zusammen oder so. Der hat einfach gerne ein bisschen gegambelt. Völlig in Ordnung. Er spielte einfach gerne ein bisschen FIFA 18. Mein Gott! Weißt du, David, er hat vollstes Verständnis. Hat mal Geld für ein Turnier bezahlt, Nein. Das nicht mehr online ist. Ey, und nee, aber der hat einfach so ein bisschen Glücksspiel gemacht. Und klar, das ist in Amerika ja auch irgendwie mega verpönt. Aber auch da fand ich sein Statement so geil, dass er gesagt hat, so alle, gambling problem, Michael Jordan has a gambling problem, oh, let's see, irgendwas. Man denkt so, was hat er mit seinem Basketballspielen zu tun? Nix, also lass den doch einfach spielen. Und dann hat er gesagt so, ich hatte kein Problem, ich war einfach schweinereich und habe ein bisschen gegambelt. Ich hätte ein Problem, wenn ich mein Haus darauf versetzt hätte oder meine Familie, dann wäre das ein Problem, aber wenn ich Kohle habe, und ich setze davon und ein bisschen. Einen Jeton vorher ist das noch kein Problem. Ein Dollar weg vom Bankrott. ja, auf jeden Fall, da habe ich gedacht, lass dir noch einfach in Ruhe, den Typen. Und worauf ich eigentlich über Scottie Pippen hinaus wollte, weil der wurde ja dann der Teamleader, ne? Und als Jordan sich verpasst. Und alle waren so ein bisschen so, oh, endlich einer, der uns nicht anschreit. Ja. Der hat dir dann irgendwie so, der war einfach, der hat dir so einen Arm genommen, hat die motiviert und so weiter und. Ist nicht so schlimm, wenn du den Haupt nicht triffst. Und dann hat aber er, es wäre ja, gut, wenn. Aber das ist so krass, weil sobald du irgendeinen Fehler machst, bist du ja sofort einfach wieder im Bullseye der Medien, so, ne? Im Fadenkreuz, meine ich. Und das war dann eben so, da hatte Scottie Pippen irgendwie so, da ging's, er hat ihm irgendeine Entscheidung nicht gepasst und dann ist der sitzen geblieben auf der Bank, obwohl er irgendwie hätte spielen sollen. So. Und es war irgendwie so, oh, Pippen is staying on this bench, oh, what's going on? So, ne? Direkt die Kommentatoren und dann war das, wo alle gesagt haben, so, ich glaube, das war ein Fehler, weil das wurde ihm dann immer vorgeworfen, dass er sein Team im Stich gelassen hat und so. Das ist einfach so, sobald du da irgendwie menschliche Züge zeigst, bist du sofort, kriegst du es direkt um die Ohren gehauen. Ja, aber dieses mega, wie heißt das nochmal? Ja, wenn der Jordan wollte halt immer gewinnen, ne? Ja. Das, wie heißt das denn mal, wenn man so mega ehrgeizig ist und das kriegt ja alles Berechtigung, wenn du nun mal der Beste der Welt bist. Ja, natürlich. Ja. Zweitbeste der Welt, verlierst das letzte Spiel. Alles falsch gemacht, Hurensohn. Hättest mal besser Baseball gespielt. Ja, und diese ganzen Sachen, die man so schon aus Sportgeschichte wusste, ne, dass er so viel gefordert hat von seinen Mitspielern, ja klar. Ja. Ja, und dass das Assi ist, ja. Ja, und Pech halt. Und auch im Nachhinein, diese Interviews und halt geile Mathe, ja, der hat uns ultra gedrillt, aber er hat was gebracht, wir haben gewonnen. Ja, das war, sagt ja auch immer, das sagen ja auch viele Fußballer immer, du brauchst irgendwie diese Champions League-Spiele, ne, auf höchstem Niveau, sonst entwickelst du dich, sonst wirst du schlecht, sonst bist du am Ende Baseballspieler. Ja. Das sagen ja auch immer bei so jungen Leuten, wenn die nicht regelmäßig erste Mannschaft spielen und mal Champions League, ne, dann bleibst du auf einem bestimmten Niveau hängen. Ja. Wenn dich nicht langsam mal irgendeiner anbrüllt, der ein bisschen besser ist als du, ne?
dann wird das nichts. Dann wird das nichts. Das fand ich auch sehr geil formuliert von so einem Nachrichten-Anchor-Man da. Ging es darum, als er wieder zurückgekommen ist und wieder quasi knapp zwei Jahre später zu den Bulls zurückgekommen ist. Und alle so, wow, ist halt ein Mega-Event natürlich, so Michael Jordan ist zurück, alle so krass. Und dann, natürlich krass, er meinte, ja, aber ich hatte keinen Basketballkörper mehr, ich hatte einen Baseballkörper. Du trainierst halt völlig andere Muskeln, ne? Und dann denkt man so, ach krass, ja stimmt, das ist ja was anderes. Come on. Und, ja, pass auf, und dann war eben, dann ging es halt so, er ist zurück und dann war das aber auch, merkte man, der hat schon lange nicht mehr gespielt, so, ne? Und das fand ich geil, die Formulierung von dem Anchorman. Oh, breaking news coming in, Michael Jordan is human. Ah, geil. Ja. Ja, es gibt ja auch diese, da habe ich mich auch dann nochmal kurz mit beschäftigt, statt zu arbeiten. das war ja dann, als der John zurückgekommen ist, war ja der Beste der Welt kommt zurück. Ne? Ja. Der Beste der Welt hat aufgehört, als er der Beste der Welt war und ist vielleicht jetzt immer noch der Beste der Welt, wer weiß. Ne? Das ist ja genauso wie Comeback wie Schumacher. Weißt du, der hat auch irgendwie 3 Jahre Pause gemacht oder so und ist dann nochmal zu Mercedes gegangen. Gott, was habe ich denn verpasst? Aber ja. Der ist, ja, da hättest du viel verpasst. Sebastian Vettel hört auf, Schumi springt ein, der hat wieder Bock. Nee, der ist, ich weiß nicht, ob der Weltmeister war, als er zurückgetreten ist, aber der hat irgendwie ein paar Jahre Pause, war irgendwie so Testfahrer, Berater, irgendwas. Und ist dann nochmal in die Formel 1 zu Mercedes gegangen. Ja. Und der war aber quasi von seinen ganzen Titeln her, meine ich, einfach so der Beste der Welt. Aber war gar nicht mehr der Beste der Welt. Ja. Nur insgesamt. Ja, ne? Ja. Und dann gab es da so ein, da gab es einen richtig langen Artikel in der Zeit, glaube ich, dass die irgendwie haben so richtig die, weil der hat da nicht wirklich viel gewonnen. Ich habe ja nichts gewonnen und irgendwie Top 10 vielleicht in der Gesamtwertung in den beiden Jahren. Aber in diesem Artikel wurde irgendwie richtig analysiert, dass man an den Rundenzeiten und so ablesen kann, dass er da halt eine Maschine im Auto ist. Ne? Weil er hatte, ja, glaube ich, bei so ein paar Momenten immer die schnellste Runde von allen, aber halt nur einmal. Weil dann hatte das Auto wieder Probleme und dann ist das im Gesamtrennen halt nicht so viel wert. Also konntest du an bestimmten Momenten immer ablesen, das ist eigentlich eine Maschine, das Auto passt noch nicht. Ja, krass. Weißt du, oder da drumherum. Und dann ist so, dem Schumi war ja dann auch egal, ja, ich muss nicht mehr Weltmeister werden, mir ist das scheißegal, ich fahre halt gerne nach Formel 1. So, dann lass ihn doch. Ja, und der Jordan ist ja auch dann nochmal zu Washington gegangen, nach dem zweiten Comeback oder so. Und ich weiß noch, als ich das PlayStation-Spiel NBA Jam oder so irgendwas hatte, ja, da war Jordan schon bei den Washington Wizards, ne? Und da war er schon, was weiß ich, 38, keine Ahnung, einfach alt für einen Sportler. Und da konnte man in dem Game, in dem Videospiel, man konnte nicht mit Michael Jordan dunken. What? Ja, der konnte nur einen Korbleger. Und das war so, Ey, das ist falsch, Leute. Das ist, warum? Ja. Konnte so, wenn man so genug Coins hatte, sich ein Trampolin davor stellen. Ja, und jetzt ist so, und wahrscheinlich war es am Ende so, der brauchte kein Geld, der brauchte keine Aufmerksamkeit, der brauchte ja nichts. Der hat einfach Bock, Basketball zu spielen auf gutem Niveau. Ja. Ja, war dem halt scheißegal, dass die Leute dann schreiben, du bist aber nicht mehr so jod wie damals, als du der Beste warst. Ja klar, ich bin ja auch älter, so weiter geht's. Nee, erstmal, der kam ja dann auch zurück, als er zu den Bulls kam, in einer anderen Nummer, das war ja schon so ein bisschen so, der ist nicht mehr die 23, da hat er irgendwie gestört. So, und ja, die 45. Ja, und dann, ja, und dann hat er wieder die 23 genommen. Weil er gemerkt hat, das ist einfach falsch. Ja? Ja. Oh Mann, jetzt haben wir alles erzählt. Ja. Ne? Naja. Ja, 45 war er in der Highschool irgendwie, deswegen hat er die genommen und dann hat er gesagt, nee, wenn ich bei den Bulls bin, muss ich einfach die 23 am Rücken haben. Hör mal, apropos. Warte, noch eine Sache noch. Das fand ich halt auch überragend. Der brauchte halt, ey Junge, wenn der provoziert wurde, ne? Der war ja, wie du gesagt hast, der ehrgeizigste Mensch der Welt. Yeah. Und wenn irgendeiner dem Spruch gedrückt hat oder so, hat ihn halt so aggressiv gemacht, innerlich, und so angespornt für diese Rückrunden, ne? Für diese Spiele. Playoffs. So. Ja, Junge, ey, das ist saugeil. Da haben die irgendwie verloren, die Bulls. Und dann hat irgendwie so ein anderer Spieler, hat er dann gesagt, hat zu ihm gesagt so, Weißt du noch, als ich beim Däumchen Wrestlen fertig gemacht hat? Was? Hure so. Nee. Däumchen Wrestlen. Und er meinte so, good game, Mike. So. Ja. Weißt du? Und dann hat er irgendwie mega sauer. Und dann kam aber nachher raus, dass er das nie gesagt hat, der andere. Sagt er so, ne, der hat das nie zu mir gesagt. Ich musste mir das einreden, dass er das zu mir gesagt hat. Ich habe mir das selber
die Konfrontation mir vorgestellt, dass, was ich wäre, wenn der das zu mir sagen würde. What? Ja, der hat so, fuck? Der hat richtig mit sich selber so Psychospielchen gemacht, um sich zu pushen. So, genug Sport gemacht für heute. Sollen wir mal eine Pause machen? Haben wir schon? Ist schon Pausezeit? Ist schon Pausenzeit. Ich gucke nach. Nicht aufgenommen. Lalala. Nö, wir haben noch ein bisschen. Okay, dann mache ich noch den Übergang, weil diesmal sitzt der Jan vor seinem Rechner und macht die Hauptaufnahme. Und zwar, apropos Sport. Apropos Maschine sein. Ja. Apropos Jan. Rate mal, wer seinen ersten schäbigen Muscle-Up geschafft hat. Glückwunsch. Vielen Dank. Geil. Und ich wusste gar nicht, dass ich das kann, weil ich habe nicht mehr trainiert, weil, keine Ahnung. Ne? Ja. Ich sage ja Sachen hier einfach, die mich beschäftigen und dann ist das irgendwann nicht mehr so. Wie Jordan, weißt du, ich höre auf vielleicht. Ja, das ist wie mein Gewicht. Und jetzt war ich irgendwie vorgestern, also ich trainiere schon ne, draußen, aber nicht speziell Muscle-Up. Und dann waren so meine zwei Leute da, mit denen ich so manchmal trainiere, die waren halt auch da. Im richtigen Abstand. So. Und dann habe ich so, war Anfang vom Training, ne, ich war aufgewärmt und so, weißt du, warte, ich mach das jetzt mal eben, jetzt eben Muscle-Up, ne? Und dann habe ich das halt so versucht, ne, mit dem richtigen Schwung und dies und das, ne? Und dann war ich einmal da oben, also, hä? Und ich so, hä? Ich wusste auch nicht, dass ich das kann. Aber es war voll geil, weil das waren meine Augenzeugen quasi. Ja, geil. Und seitdem habe ich es aber nicht mehr gemacht, weil ich wollte nicht es direkt nochmal versuchen, weil ich wollte nicht es dann nicht schaffen. Ich wollte lieber den Gedanken haben, ey, ich habe das mal geschafft. Ich bleibe bei der Phase zu denken, ich schaffe das bestimmt auch. Aber ja, am schlimmsten ist doch die Phase Übergang von Hochziehen zu Hoch, also der Übergang, das ist doch das Ding, oder? Das ist doch die Krux an dem Ganzen, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so richtig. Also so, ist ja irgendwann so, sind ja quasi deine Hände am Körper und Junge, der Switch, den stelle ich mir richtig. Also mein Trainer Till meinte, am Hochdrücken ist noch keiner gescheitert. Nee, aber den Übergang zu machen. Ja, irgendwie, du musst halt, wenn du einen Klimmzug, du musst dich quasi mit einem Klimmzug so feste hochschießen. Ja, dass du einen Schwung, Gott, einen Schwung vom Hochziehen hast. Ja, ich kann dir das irgendwie auch nicht erklären. Ich weiß irgendwie nicht, was ich da gemacht habe. Muss mal aufnehmen. Egal, siehst du, das hat nichts angestoßen, aber ich wollte es trotzdem mal droppen. Natürlich, aber was soll halt bei mir anstoßen? Junge, ich habe so viele Sachen, die ich noch sagen muss. Und zwar, wie schon erwähnt, bin ich ja, sagen wir mal, halte ich die Fahne von FIFA 18 hoch. Ja. Ne? Hatte wieder ein paar herrliche Niederlagen und habe jetzt zuletzt so krass verloren, ne, dass ich so gar keine Emotionen mehr hatte. Weil ich habe das erste Spiel in diesem Online-Turnier gewonnen, 3-0, dachte ich so, irgendwas ist merkwürdig hier, ne? Und hatte auch eine richtig gute Truppe. Und dann habe ich so krass am Sack gekriegt, ne? Ich habe irgendwie 8-1 verloren, ne? In einem Spiel, was 5 Minuten dauert, weißt du? Einfach gar keine Chance, ne? Ja. Und der hatte Neymar in seinem Team, Neymar mit so einer ganz krassen Bewertung, und der hat einfach so Dribble-Moves gemacht. Das war einfach so, ja, einfach nein. Ja, einfach alles sagt nein. Und einfach so wenig Chance, dann war mir das so ein bisschen scheißegal. Und war so, ey, ich verliere nicht das erste Mal. Ich bin quasi das Gegenteil vom Jordan. Ne? Ich weiß, wie man verliert. Ich bin der Beste im Verlieren. Ich war richtig gut im Verlieren, aber ich habe das auch richtig akzeptiert. So, ey, weißt du was, das versaut mir jetzt nicht den Tag. Sondern, ey, ich hab ein Muscle-Up geschafft, so, whatever. Ne? Nee, genau, der Muscle-Up war danach. Aber es war der gleiche Tag. So, und dann war ich ein bisschen, habe ich so auf YouTube irgendwie recherchiert, wie ich vielleicht noch besser werden kann in FIFA 18. Statt zu arbeiten. Und dann, das ist Arbeit. Und dann habe ich ein Video gefunden, das hatte den Titel If FIFA doesn't want you to win, you don't win. Ja. Und das ist in der FIFA-Community, spricht man von scripted ist Scenes. Ist das wie Online-Gambling? Ey, das ist einfach so, wenn FIFA nicht will, dass du gewinnst, wenn die nicht wollen, dass du ein Tor schießt, dann schießt du kein Tor. Ja, und dann gibt's so, auch von FIFA 20, deswegen hole ich mir das, glaube ich, nicht, wurden so Zusammenschnitte, wo es einfach so absurd, wie ich schon immer erzählt habe, wo es einfach so krank, unglaublich schlimm ist, wie man verliert, weißt du? Das ist einfach, das kann nicht sein. Und dann sprechen die in den Videos auch so von irgendwie,
28 Torschüsse, weißt du? Ein Tor oder so. Und Gegner, zwei Torschüsse, zwei Tore, weißt du? Und da sind 10, ey, da ist so immer Schuss, Latte, Ball prallt zurück, Schuss, Pfosten, Ball prallt zurück, Schuss, Latte. Tor weg. Wow. Und dann gibt es auch so eine Szene, da hat einer Elfmeter geschossen, ne? Irgendwie, also nicht nur im Spiel, sondern diese, nach dem Spiel richtig Penalty Shootout, also jeder 5 Dinger, ne? Dieses Penalty Schießen halt, ne? Elfmeterschießen, ich so, wie rede ich? Und der war von der Härte des Schussgrades, der Schusshärtegrad war perfekt, ne? Und das war richtig geil in die Ecke gezielt, ne? Fester Schuss, Torwart ist in die andere Ecke gesprungen, ja? Und der Ball geht so an den Innenpfosten gegen den Torwart. Oh Gott. Warte, und rein, ne? Zählt nicht. Okay. Und das ist so, Junge, ey. Das ist ja Weltklasse. Und jetzt habe ich gedacht, ich müsste mal eigentlich recherchieren. Es gibt doch bestimmt, auch wahrscheinlich so wissenschaftlich fundiert, dass man mit seinen, mit den Online-Spielern, also mit den echten Leuten, da gibt es wahrscheinlich so einen Algorithmus, wie viel du denen zumuten kannst. Weil ich bin wahrscheinlich ein Online-Spieler, weißt du, der verliert dauernd. Und der gibt regelmäßig Geld aus. Warum sollten wir das ändern? Ja, stimmt. Warum sollen wir den gewinnen lassen? Junge, das ist genau, ja, das ist genau wie alles auf Rot, alles auf Schwarz. Das ist, ja, ja, er denkt, wenn er das verdoppelt. Und weißt du, was jetzt meine Einstellung ist? Was? Ich gewinne das trotzdem irgendwie. Du bist ein gefundenes Fress. Vor allem, die sind so, weißt du bist der Einzige so in der Timeline von dem, Junge, da ist noch irgendeiner bei 18 am Rumhampeln, ey, lass den mal da. Ey, hast du das Video gesehen, was ich den Link angeguckt, den ich dir geschickt habe, zur, ja, PlayStation nicht, 5? Ja, ich habe es nicht zu Ende geguckt, weil ich habe es geguckt, als ich darauf gewartet habe, dass online jemand gegen mich spielen kann. Und dann kam irgendwann einer, habe ich das nicht zu Ende geguckt. Die PlayStation 5, Alter, die wird alles verändern. Das ist unglaublich. Alles. Corona weg, alles weg. Ey, das ist die Gameplay-Grafik. Ja, gibt ja immer diese Sequenzen, wo so eine Videosequenz in einem Spiel, ja, ist. Ja, das war immer geiler als das Spiel. Natürlich, das ist immer geiler als die Gameplay-Grafik, weil es natürlich viel komplizierter ist und komplexer. Das waren früher immer so die Einspielfilmchen. So, genau. Wenn du Tekken gewonnen hast, ist das Bild unglaublich. Und das war auch früher immer in den Trailern so, geil, geil. Und dann hast du das gespielt. Geil, ich bin ein zweidimensionales Idiotenmännchen. Ich bin drei Vierecke. Das war schon meine Hand. Junge, das war schon beim Atari, weißt du, da war das Cover so Paintbrush-Mega-Bild und dann war es einfach 4 Pixel. Dick. Auf jeden Fall. Ja, das war genauso bei den ganz alten Spielen, wo so auf dem Cover ist so ein Raketending, so ein Raumschiff, was du schießt und dann in dem Spiel bist du so ein grünes Pixel, was kleine andere Pixel schießt. Ja, genau. Und nur von links nach rechts kann. Und auf dem Cover war so mega dynamisch. Ja, ne? Ja, genau. Kadooms. So richtig comichaft. Auf jeden Fall, das sieht so krass aus. Unglaublich. Es sieht einfach aus wie echt. So unglaublich, wirklich. Die Figuren, klar, bei den Mannequin erkennst du natürlich, dass er ein animierter Mensch ist. Aber die Körperproportionen so unrealistisch. Ja, aber es ist unglaublich, wirklich. Also sieht gut aus und ist nett. Nee, gib es nicht. Sieht gut aus, jung und Single, oder was? Nee, nee, gib es nicht. Lara Croft ist doch vergeben, oder nicht? Auf jeden Fall das, ey, und was halt ein Riesenvorteil dieser ganzen Konsole sein wird, dass es wohl offensichtlich laut Berichten keine Ladezeiten mehr gibt, Junge. Das ist doch, wenn das ein Politiker sagen würde, ne, dann hätte er irgendwie seine Hintertür, dass er doch gibt. Ja. Weißt du, es gibt keine Ladezeiten, es gibt jetzt noch Spielaufbau. Sofortige Ausschüttung der Soforthilfe. Mit kleinen Wartezeiten, solange der Topf reicht. Für jeden, ja. Ja, für jeden, der das kriegt. Alle, die das kriegen, die kriegen das. Ja. Nicht gelogen. Tschüss. Es gibt keine Ladezeit mehr. Es gibt jetzt, sagen wir mal, so Wartemomente, während es lädt. Geil. Ja. Ich habe noch ein. Kommt so Mucke. Die haben wir nicht geladen, die kommt so. Ich hatte den Trailer Thank You for Smoking gesehen, weil irgendwie Elon Musk hat irgendwie in irgendeinem Podcast darüber gesprochen, dass der den mitfinanziert hat oder so. Whatever, ne? Thank You for Smoking? Ja, ist irgendwie über die Lobby
Lobby-Leute in der Tabakindustrie oder generell Lobbyisten. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Hey, super Film, Leute. So. Die Teufel unter den Menschen. Und da redet dieser Zigarettenlobbyist, redet mit so einem Filmproduzenten, wie die irgendwie im Trailer, wie die irgendwie die Tabakko pushen können, ne? Und sagen irgendwie, es geht um irgendeine Filmszene im Weltall, ne? Und dann, ob die da rauchen können oder so, keine Ahnung. Und dann heißt es irgendwie, ja, aber das geht physikalisch, geht das nicht, was wir da vorhaben, zu zeigen, ne? Das ist super unrealistisch, geht nicht. Und dann sagt der Filmproduzent, ja, aber das lösen wir ja mit einem Satz. Man muss nur im Drehbuch einen Satz benutzen und sagen, ja, gut, dass wir diesen Device erfunden haben, dass das jetzt geht. Das musst du, kannst eigentlich jedes Drehbuch umsetzbar machen, ne? Hey, geil, dass wir damals das erfunden haben, dass die Dinosaurier wieder da sind, ne? Ja, ja, stimmt, ne? Hey, ein T-Rex. Jetzt macht Sinn. Ja, das ist wie bei DuckTales, das schlaue Buch. Was ist das nochmal? Junge, die haben doch immer von Fähnlein Fieselschweif. Das ist doch so irgendwie diese Pfadfindergemeinschaft, denen, die da sind, wo Quack der Bruchpilot der Leader ist. Und dann gibt's auch noch Doofi, die fette Ente. Und Tick, Trick und Track sind da. Und dann, immer wenn die nicht weiter wissen, haben die das schlaue Buch. Ach, das hatte ich auch. Weiß nicht, wie man diese Felsentür öffnet. Sekunde, ich gucke in diesem random Buch. Eine normale Tür. Und dann einfach so, wird immer so geblättert. Hier steht's. Ihr müsst den einen Stein von links nach rechts bewegen. Ach ja, dann steht da also drin, dass hier auf dieser Stelle, in dieser Welt, an dieser Stelle das gemacht werden muss. Jetzt ist ja das schlaue Buch. Ja. Nicht das normal wissende Buch. Nicht der Brockhaus. Päusle? Nee. Nee, machen wir ohne Pause heute? Ja, wir können Pause machen. Ich wollte aber noch an Buch, an DuckTales anschließen. Dann machen wir es gleich. Okay? Pausenlos. Doch, mach Pause. Einmal speichern. Also ich drücke mal, ich guck mal im schlauen Buch. Pause, steht, Leute. Wenn ich auf Pause drücke, ist Pause. Podcast. Nee. Nee. Nee, der Jan kann leider nur 80 Parodien und kann leider nicht wen machen? Den deutschen Scotty Pippen. Ah, danke. War richtig. Ja? Podcast. Nee, das ist noch viel zu hell, ne? Meine Stimme, wenn ich so, dann klingt das so, wenn der versucht, hell zu sprechen. Was war das letzte Thema, was wir hatten? Irgendwas mit einem Buch oder sowas? Buch, lesen? Was? Brockhaus, das schlaue Buch. Brockhaus hast du gesagt, ne? Da wollte ich was, ist mir wieder was eingefallen. Brockheimer. Und zwar ist mir noch eingefallen, weißt du, das Wichtigste, was ist das wichtigste Buch der Welt? Die Bibel. Sagt man, was weiß ich, ne? Oder das mit der höchsten das ist ein dicker Wälzer halt, ne? Und die Bibel ist ja so, hat ja so viele Seiten, dass die sind ja so mega dünn, in keinem Buch sind die Seiten so dünn wie in der Bibel. Das ist das Maximum dünn, ne? Das ist so, wenn du nicht so gerne liest und du klappst satt auf, dann denkst du nur, wollt ihr mich verarschen? Das ist bedruckte Luft. Ja, denkst du, wer soll das jemals und dann noch so umblättern, ohne es zu zerstören? Und dann auch so die mikrokleine Schrift, das ist so. Weißt du, wie das ist, das Papier? Was soll das? Die Zeitungspapier, was man angezündet hat, das Schwarze, was übrig bleibt, so. Das kann man nicht anfassen, ohne dass es kaputt geht. Pergament, Seide, so ungefähr, ne? Und weißt du, bei mir ist das irgendwie so, ich habe früher nicht so gern gelesen, weil ich halt wusste, was ein Videospiel ist. Und es gab mal in der Schule, eine Lehrerin, also im Gymnasium, die hat das so gefördert, dass man mal die Bibel lesen sollte. Ne? Das sind wie viele Seiten? Das sind so viele Seiten, das kann man gar nicht schaffen eigentlich. Ne? Ja. Keiner hat bis jetzt geschafft, die Bibel zu lesen. Weißt du, die Zahl unendlich, kurz davor, ist die Seitenanzahl der Bibel. Und ich war in der Schule, im Gymnasium war ich schon ein faules Schwein. Ne? Also, ich habe nicht alles rausgeholt. Aus der Schulkarriere. Du warst nicht der Michael Jackson der Schüler. Sozusagen. Jordan heißt er. Ach, geil. Ich hatte Michael Jackson der Schüler. Genau. Ja, du hast dich an Fünftklässlern vergangen. Ja. Als Grundschüler. Genau, und da war halt eine Frau, ne, die so eine Religionslehrerin, die hat das immer gefördert, dass man die Bibel mal liest. So. Ne? Und dann hat die so einen Bibelleseplan erstellt. Und das war halt so richtig. Du musstest eigentlich pro Tag nur so ein paar Verse lesen, ne? Und dann hast du am Ende nach einem Jahr hast du dann die Bibel geschafft. Das war echt ganz, ganz wenig pro Tag, ne?
Macht, kann das sein? 1000 kann sein. Zeiten? Ich glaube ja auch, dass der Anfang interessant ist. Dass so, ah, da, guck mal, Sonne, ah, da kommt der Mond. Ja, das kann gar nicht stimmen mit ein paar Versen. Das war schon egal, ne? Das war einfach nicht viel. So. Auf jeden Fall kam irgendwann der Part, wo jeder aussteigt. Babelbum schuf Graberhum, Graberhum schuf Gedelbums, der hatte drei Brüder. Rabeldolf, Schniegeldatz und Kadeldon. Das stimmt doch nicht. Doch, ich bin mir sicher, das waren die Namen. Ja, gut, egal. Da kommt die ganze Zeit diese Kette, wer da wen gezeugt hat, Junge. Da bin ich so, ach komm, okay, egal, Junge. Man will bis dahin vorskippen, wo man selber vorkommt. Ah, da ist aber, mein Vater, da bin ich. Nicht. Ich rede von der Bibel. Ja, ja. Wo ist dein Vater? Hä? Nein, nirgendwo, aber wenn das so wäre, dass so immer ergänzt wird, wer wen gezeugt hat. Ja, man müsste mal die Bibel so das Unwichtige schwärzen. Weißt du, dass du so durchblätterst und so, ah ja, gut. Jedenfalls, dieser Bibelleseplan war halt, für jeden Tag musste man bestimmte Sachen lesen, ne, ein paar Verse. Und wenn man eine Aufgabe erledigt hatte, einen Tag oder so, dann war das so, da war so ein Bild von einem Bücherregal und pro Tag konntest du einen Buchrücken bunt malen. Ne? Mhm. Und ob man dann die Aufgabe erledigt hat, konnte dann die Lehrerin ablesen, wie bunt das Bücherregal ist. Ja, so, genau. Und dann hast du halt irgendwie, wenn du es halt ordentlich machst, hast du halt jeden Tag einen Buchrücken bunt gemalt. Wurde man, ne, abgefragt zu den Versen, musste man wissen, was drin vorkommt und sich daran erinnern. Nein, die hat einfach nur das Blatt kontrolliert mit dem bunt gemalten Buchrücken. Okay. So. Stupid. Und das war eine freiwillige Aufgabe, ne? So, die haben also, was David gemacht hat. Ich habe gesagt, ey, mal die Bibel lesen, fände ich geil, wenn ich das gemacht habe. Nicht, ich habe Lust darauf, es zu tun. Ja. Ich finde das geil, wenn ich das erledigt habe. Ich will den Zustand des erledigt habe. Ja. Dann ich würde das gerne machen und alle so, ey, du bist derjenige, der in der Klasse am schlechtesten vorlesen kannst. Du findest, du willst die Bibel lesen, langweiligste Buch überhaupt, aber du. Ja, ich so, ja, ich finde das irgendwie wichtig. Ne? Ja. Gemeldet, Leseplan bekommen und ich war, weißt du, ich war so faul, die Bibel zu lesen. Ich hab's nicht geschafft, die Buchrücken bunt zu malen. Weißt du, ich habe dann immer so 10 Buchrücken einfach rot. Oh, ich hab's Gott. Auch gelesen. Ich hätte natürlich auch die Verse lesen können und das Buntmalen weglassen können und sagen, ey, ich mach das für mich. Nee, ich hatte das Buntmalen, war auch zu viel, weißt du? Dann noch schlimmer wäre so dann so den Plan verlieren. Weißt du, das ist mir noch mehr egal. Ich weiß nicht. Mühe hat man sich dann gegeben, bei dem Schreiben des Wortes sehr vor das Wort gut, wenn man eine 2 gekriegt hat, in der gleichen Schrift. Das ist eigentlich geil, der Notenvergabe, diese Begriffe. Sehr gut. Vor allem gut, befriedigend. Es geht auch gar nicht. Ausreichend, mangelhaft, ungenügend. Es geht auch gar nicht, dass man eine Sache jeden Tag für ein Jahr lang macht. Das gibt es nicht, außer Zähne putzen und atmen. Essen und aufs Klo gehen. Ja. Aber so richtig eine Aufgabe, ey, wer schafft das? Ja. Ich weiß nicht, aber man denkt, wenn man das machen würde, dann wird man so und so lange brauchen. Ja, und jetzt denke ich jedes Jahr wieder ein Jahr, wo ich das nicht gemacht habe. Ja. Ich habe eine Richtigstellung. Übrigens, uns wurde vorgeworfen. Vielen Dank. Dass wir, wir wurden darauf hingewiesen, dass wir aneinander vorbeigeredet haben, als es um das Missoir ging, das Urinal für die Frau. Ja. Denn du hast da, glaube ich, die Vorstellung einer Urinella, also so ein Transportding, ja, wo man reinlullert, aber es geht um eine feststehende Station, also wie so ein Dixie. Büro. Wie heißt das? Raum. Also nicht so eine Kabine, sondern so einen, wo so mehrere nebeneinander sind. Also ja, was, wo man sich draufstellt, hinhockt, fertig. Das weil die Dixie-Klos nur für Männer sind, oder? Ja, weiß ich nicht. Das gibt's noch nicht. Das ist ein Pissoir für die Frau. Nach wie vor. Ich stehe dafür. Ich stehe da drauf. Ich stehe da. Ja, ich finde das auch gut. Dafür ein. Dann hatte ich noch, oh ja, Junge, ich habe das ist so geil. Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe gedacht, ich mache heute einfach mal keine sozialen Netzwerke auf. Ich werde einfach mal ein das Social Media. Das schreibe ich bei Twitter. Ja. Heute ohne. Junge, weißt du, wie schwer das, wie man schon darauf programmiert ist, sobald man sich aufs Klo setzt? Bei mir ist es zumindest nicht so. Mann. Ja, bei mir. Ich rede von mir. Ey, das ist so in mir drin, das ist richtig schlimm. Und zwar habe ich dann einfach, war ich mal im Klo und dann so, patz, habe ich so nach einer Minute gemerkt, wow, fuck,
Ich wollte das doch heute nicht zugemacht. Ja. Und irgendwann, sobald ich das aufmache, ist das Erste, was ich öffne, immer eins von diesen Drecksnetzen. Es ist schlimm. Also gehe ich davon aus, dass deine Social-Media-Zeiten nicht mehr eingestellt sind. Ja, das, die habe ich jetzt wieder tatsächlich. Ich habe mich selber gehackt. In der Pause habe ich die wieder eingetragen. Ja? Aber ich habe auch immer, was ich jedes Mal gesagt, ignorieren. Also weißt du, es ist einfach für den Arsch. Ich muss mich mal daran halten. Aber ich finde das so, ich finde es erschreckend, wie oft man da reinguckt. Das ist nicht gesund, das ist richtig beschissen. Ja. Dennoch habe ich eben eine kleine Story von unserem Kanal gemacht. Wo ich dachte, ach, jetzt habe ich schon mal auf. Ja. Als ich auf Toilette war, oder? Nee, bevor du gekommen bist. All set, bevor ich dich angerufen habe. Ach so. Ja, macht nichts. Also, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, wie man das gut bekämpfen kann, ganz kurz noch zum Thema, ich höre dich schon einatmen. Wir waren ja eben bei Instagram-Vorschlägen, Baumschule und so weiter. Bei mir, ich weiß nicht, ich habe mich mal irgendwann mit meiner Frau darüber unterhalten, wie es am schlausten wäre, sich die Ohren zu säubern. Da gibt es ja verschiedene Methoden. Classical sind die Q-Tips, Wattestäbchen, sollen aber nicht gut sein, weil die den Ohrenschmalz reindrücken, eher als reindrücken, als rausholen. Dann gibt es dann irgendwann einen Klumpen, der dann irgendwann rausfällt. Das ist sehr unangenehm. Ja, wir sind wieder bei solchen Themen. Es gibt so ein Ding mit Gewinde. Ja, das wurde mir schon vorgeschlagen, so ein Ohrbohrer, ne? Ja. So was in klein, was in groß gibt, wenn man nach Australien will, gibt es in klein fürs Ohr. So, und wenn man sich durch die Welt bohren will. Auf jeden Fall, da habe ich gedacht, Junge, das sieht schlau aus. Die Animation stellt das so gut dar, das ist was ich brauche. Und seitdem werden mir ständig Methoden vorgestellt, wie man das machen kann. Und dann gibt es nämlich auch Ohrenkerzen. Hast du von denen mal gehört? Das ist wahrscheinlich irgendwann mit Wachs, fest und dann ziehst du die ganze Suppe da raus. Nee, das ist so wie so ein gewachstes Papier und das rollt man so klein, dann steckt man sich das ins Ohr und dann zündet man das an, dann ist das wie so eine Lunte, geht das Richtung Ohr und dann wird das da heiß und dann träufelt das quasi, schmilzt das den Ohrenschmalz, der dann da so reinsuppt, ne? Und das habe ich da, das sieht in diesem Beispielvideo, denkt man, Junge, das ist ja die ganze Scheiße da raus, das ist ja Weltklasse. Und dann habe ich mal geguckt, so bei YouTube mal so ein Tutorial oder so einer, der so einen Erfahrungsbericht machen wollte. Und da kam halt ein geiler Hoax bei raus, dass diese das ist halt voll der Fail, ne? Das ist einfach ein Fake. Das ist Ich kenne das von so Barbershop. Ja, Leuten. Ja, genau. Ja, und dann ist das so, flammt das Ding so ab und dann hat die also festgestellt, hat eins ohne abgeflammt und eins mit Ohr. Und es ist vorgefertigter gelblicher Wachs unten im Stäbchen, der einfach schmilzt und dich glauben lässt, dass das deine Ohrenscheiße ist. Holy das shit. Ist aber schon in dem Stäbchen drin. Man denkt so, oh, guck mal hier, wie viel. Und das ist so, dass man so denken, Junge, endlich. Aber ist einfach nicht von dir. Oh. Und dann habe ich gestern. So funktioniert die Kosmetikindustrie, ne? Ja. Guck mal, wie eklig du bist. Du musst das öfter kaufen. dann gibt es noch. Das war das Neueste, was mir vorgeschlagen wurde, zum Ohrensäubern, so ein Ding mit Kamera und Display, dass man gezielt gucken kann, wahrscheinlich auf Smartphone übertragen oder so, wie man das da irgendwie rausholt. Junge, das ist einfach. Da will man wieder ein Problem lösen, was es nicht gibt. Ja. Ne? Oder man hat eine starke Community im Rücken, die einem Nachrichten schreibt, was nicht die beste Pfanne nur ist, sondern auch der beste Ohrenschmalzentsorger. Wie macht ihr das? Gebogene Büroklammer ist auch so eine What? Methode, ja. Hab ich auch schon öfter gehört. Ja, ich benutze Q-Tip und wenn ich da was von reindrücke, also ich glaube, es ist nicht so schlimm. Ja. Ohrenschmalz ist sowieso nicht schlimm. Das ist eigentlich gut. Das so soll wie Nasenhaare, da sein. Ne? Ja, das soll da sein. Alles soll da sein, was da ist, glaube ich. Bart soll da sein. Mhm. Ja. Ja, ich habe noch ein paar Sachen, die ich erzählen wollte. Ich bin hier gerade auch über einen Screenshot gestolpert. Am Wochenende geht Fußball ja wieder los, Bundesliga. Ah, endlich. Freust du dich? Hier sind die Regeln und Empfehlungen, ne, für die Spiele. Kein Handshake bei der Platzwahl. Mhm. Vor allem Fuß darf nicht den Ball berühren. Bälle desinfizieren, finde ich. Jeder kriegt einen eigenen. Keine Rudelbildung, nicht spucken. Kabinenbumsen untersagt. Das ist dann so, hör mal, ist die Corona-Krise nicht jetzt spucken. Vorbei, weil ich wollte noch jemandem anspucken. Da gibt es doch das berühmte Bild mit Rudi Völler, oder? Wieder von einem Holländer. Kein gemeinsamer Torjubel. Was? Nur, hä? Gemeinsamer Torjubel?
nur durch kurzen Fuß- oder Ellbogenkontakt. Also, Moment, das geht an die Spieler oder das Publikum? Gibt kein Publikum, das Geisterspiel. Ach so, ja, klar. Was rauscht hier? Hörst du ja. Ach Junge, das ist ja richtig, ach Gott. Ja, mal, ich bin mal gespannt, aber das hat man doch schon wieder was zu erzählen, wenn das dann soweit ist. Ja, ich versuche gerade irgendwie meine richtige Meinung dazu zu bilden, weil irgendwie, mir ist ja der Fußball auch wichtig, aber ich verstehe dieses Geheulen. Ich hast das mitgekriegt, dass so viele Funktionäre und Spieler sagen immer, das ist nicht dasselbe ohne das Publikum. Wir machen das immer nur für die Fans. Die Fans, aber weißt du, selbst wenn jedes Spiel ausverkauft ist für die ganze Saison, ne, die meisten Fußballfans sind nicht im Stadion. Ja, stimmt. Oder? Ja. Das ist richtig. Ich weiß nicht, wo das. Wir machen das für die Fans. Einen Bruchteil für die Fans. Ich hatte noch, das wollte ich noch sagen, ich wurde verlinkt. Danke dafür, lieber Zuhörer. In einem Basketball-Video. Ich muss mir nochmal intensiver angucken und genau wissen, wer das ist. Da geht es um einen Spieler, so ein Riesenhühne, der dessen Taktik das ist, oder das erschließt sich auf jeden Fall in diesem Video, das ist so eine Compilation aus so Games, wo der spielt, wo der sich den Gegnern, er nimmt dir nicht den Ball weg, der stellt sich einfach in den Weg und lässt die gegen sich rennen. Der ist einfach wie ein Baum. Banz, und dann fallen die um und sind teilweise ohnmächtig. Profis, oder? Ja, glaube ja. Oder Streetball. Nee, das ist der Profis. Das ist so richtig. Das ist einfach saugeil. Ich muss mal recherchieren. Ich hatte das so zwischendurch geguckt. Aber wenn die so blocken, also sich so in den Weg stellen, das ist doch auch so eine Taktik, ne? Wenn du stehst, ja, Das ist einfach saugeil. Der Typ steht einfach, dann rennt da so ein kleiner Bams und dann knallt dann einfach gegen ihn und titscht so zurück und liegt dann am Boden. Gut. Gefällt mir auch gut. Finde ich geil. Sowas mag ich. Verlinkt uns gerne auf sowas. Und rauscht es sehr eigentlich? Irgendwas rauscht. Ich weiß, ist das mein Rechner oder was? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist auch wurscht. Dann habe ich noch eine Eigenschaft von diesem True Crime Podcast, den ich ja hier und da mal höre. Mit diesem einen Partner, von dem ich mal erzählt habe, der immer die Meinung ändert oder anpasst demjenigen, der diesen Podcast eigentlich macht. Ja, ich erinnere so, mich. Und es ist mir deutlich, Junge, das geht mir so auf die Nüsse, der sagt auch immer so das Offensichtlichste, was man zu was sagen kann. Also so. Ich versuch's mal, ja? Mach mal ein Beispiel. Die 19-jährige Rebecca wurde von ihrem Ex-Freund erstochen. Das ist nicht so jod. Ja, genau. Pass auf. Ja? Der ist dann wirklich so. Ja, also ich finde das natürlich schrecklich, weil ich kann mir natürlich auch schon vorstellen, dass die natürlich auch gern weitergelebt hätte. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also, das ist so, oh Gott, das ist einfach schlimm. Das ist einfach so, ja, aber das. Mach noch ein Beispiel. Hast du noch ein Beispiel? Der Angeklagte bekam 18 Jahre Gefängnis wegen sexueller Misshandlung minderjähriger Kinder. Ja. Gut, dass er verurteilt wird. Ja, perfekt. Genau. Ja. Ja, also das finde ich schon gut auch. Also, dass da der Richter in so einem Fall dann auch hart durchgreift. Oh ja. Danke für deine Meinung, die uns allen die Augen öffnet. Ey. Ja, aber ganz viele Sachen auch im Internet oder ganz viele Kommentare, ne? Oder Blogs oder Videoblogs sind immer nur so die allgemeine Meinung, ne? Und dann ist das so, ja, endlich ja. Endlich sagt man, ja, das denken alle. Ja, weißt du? Das ist aber so blöd. Das Geilste ist auch, ich liebe das, wenn der eine Frage gestellt kriegt von dem Haupttypen und du, ich rieche die Angst bis hier, dass der, während er die Frage gestellt bekommt, denkt, ah, scheiße, jetzt hat der aber noch seine Meinung noch nicht dazu gesagt, weißt du? Der sagt dann, könntest du dir vorstellen, wenn du, ich sag mal, nicht so wohlbehütet aufgewachsen wärst, wie du es bist, dass du, also wenn du so in so schlechten Verhältnissen aufgewachsen wärst, dass du eventuell auch zu einem Mörder hättest werden können? Und dann hört man so, nein, also man hört so zwischen den Zeilen, ja, kannst du bitte was zuerst dazu sagen, weil dann würde ich nämlich genau das Gleiche sagen. Das würde mir ein bisschen einfacher machen zu antworten. Warum sind die überhaupt ein Team? Ich weiß es nicht. Es ist irgendwie total, also das ist wirklich so ein,
Ich höre den gerne, ich finde, der ist wirklich top recherchiert. Wie heißt er überhaupt? Richtig geil, sage ich nicht. Doch. Der heißt Verbrechen von nebenan. Naja. Und das ist, glaube ich, ein Radiomoderator, der das so hobbymäßig gemacht hat. Und das Ding ist voll durch die Decke gegangen. Der macht das wirklich saugut. Und das ist, der hat auch immer verschiedene Leute da. Da ist auch ein Mensch, von dem ich immer dachte, das ist ein Typ, aber es ist, glaube ich, eine Frau, weil das habe ich dann in der Folgenzusammenfassung gelesen, Tanina oder so heißt die. Und ich dachte, ach krass, in meinem Kopf war das immer so ein bisschen tuntiger Typ irgendwie, der Shitstorm. So plapprig dazwischen. Ja, also, ja, so man ist, ach krass, das ist eine Frau. Ach so. auf jeden Fall, genau. Ist man, also man, ja, der kriegt dann immer so Fragen gestellt und dann merkt man immer so, der sagt dann immer, der beantwortet dann die Fragen so, dass man aber noch, ja, also ich könnte mir das, glaube ich, schon eigentlich auch vorstellen. Ja, ich nicht. Ja, aber eigentlich auch nicht. Was? Eigentlich auch nicht. Also, weißt du, man würde mir so ums Sack gehen. Ich glaube, ich könnte das nicht mir anhören. Ich glaube, ich auch nicht. Ich glaube jetzt auch, wo du es sagst, ich glaube, ich höre das jetzt auch nicht mehr. Ach Gott. Ja. Jetzt, wo du sagst, doch, ich wäre anders, als ich gesagt habe. Ich auch. Doch, ich wäre ich dann auch. Mein Gott. Können wir noch kurz, ey, das ist ja auch noch, ist das wichtig? Irgendjemand benutzt meine Fotos bei Tinder. Nein. Knallerschluss. Ist ein Schluss? Bis zum nächsten Mal. Nee, die, wirklich? Ja. Jemand benutzt dein, als, und gibt sich als du aus. Als ich habe das nicht recherchiert, ich will das auch nicht, aber ich bin da nicht, ich bin das nicht. Wie, Junge, wie bist du denn darauf aufmerksam gemacht worden von dem? Ja, mir hat irgendwer geschrieben, hab dich da gesehen und hab irgendwie nicht gewischt oder was weiß ich. Ich bin das nicht. Das heißt gewichst. Ja, und was weiß ich. Junge, wichsen und wischen ist nur unterschiedlich, ein Buchstabe. Das klappt sowieso nicht. Wie soll das klappen, wenn du die falschen also man sagt ja, dass man dass man sich irgendwie in Real Life nicht so gut aussieht wie auf Fotos, aber wenn du jemand die Bilder von wem anders nimmst. Das ist doch Quatsch. Wie soll das helfen? Das wird niemals helfen. Hey, bevor wir uns treffen, noch eine kleine Überraschung. Ich habe mich komplett verändert. Ich bin das nicht. Ja. Du erkennst mich an, ich bin der nicht. Wenn du zu einem Date kommst, ist es sehr unwahrscheinlich, dass der Mensch steht, der auf dem Foto siehst, da ist. Deswegen nimm mich. Keine Ahnung. Wie albern. Und zwar, was ich noch sagen wollte, die lustigen Donald Duck, Mickey Mouse, so. Synchro. Ja. Da haben wir drüber gesprochen und du hast, glaube ich, recherchiert oder irgendwer hat für uns recherchiert, dass Donald und Mickey Mouse nie in einer Geschichte waren, weil irgendwie wegen einem Porto. Ja. Ne? Oder ein Link zugesandt. Ja. Weil Comicbuchversand mit x vielen Geschichten war irgendwie günstiger, deswegen haben die was soll das? Egal, ne? Deswegen haben die irgendwie die Geschichten irgendwie aufgeteilt in zwei Geschichten. So. Weil man konnte nicht eine dritte geile Geschichte machen, weil Maus und Ente, was willst du noch machen? Ne? Das ist das Beste, was es gibt. Jedenfalls, durchlesen, genau. Es war auch so, als die Comics, ne, die galten eh als Schund, ja. Und als Walt Disney die lustigen Taschenbücher eingeführt hat, wollten die wollten keinen Shitstorm haben, ja. Die wollten angesehen werden. Deswegen haben die besonders auf Qualität geachtet, ja. Und ich habe es ein bisschen falsch aufgebaut. Deswegen haben die super viel da reingesteckt, gute Sprache zu haben und gute Geschichte. Ne? Ja. Deswegen sind die Originaltexte teilweise so überragend, ja, und teilweise mit super schwierigen Wörtern. Ja. Ja? Und ein Kumpel von mir hat gesagt, der liest seinen Neffen immer lustige Taschenbücher vor auf Deutsch und manchmal ist so, ich kenne das Wort nicht. Der liest, krass. Der ist Lehrer, weißt du, er liest das und ist so, ich kenne dieses scheiß Wort nicht, weil das so hochqualitativ war. Quatsch. Ja, die wollten nämlich ein Zeichen setzen, so, ey, das ist geiler Scheiß, wenn die Ente was sagt. Ja. Die nackte Tatsache, ey, richtig geil. Wow. Ja. Ja. Und noch kurz eine Info-Lifehack in Sachen Wissen. Es gibt Doug Burke, also Entenhausen auf Englisch, und Mickey Mouse wohnt in Mauston. Ja, das hat mir ein Kollege geschrieben eben. Ja, gut.
Ich habe überlegt, oder heißt es Houston, also wie Houston? Houston, ja. Mausten, egal. Wir werden angerufen, David. Krass, egal. Ja, das war eine Folge. Und wenn wir neue Sachen recherchiert haben, melden wir uns wieder und erzählen noch eine Folge. Viel Spaß dabei beim Warten. Und liked uns und downloadet uns. So nämlich. Immer. Und irgendwann, und 22.06. Live-Podcast in Bonn. Das ist das Wichtigste. Machen wir nächstes Mal am Anfang. Ja, verdammt, wir machen alles falsch. Okay. Autokino 22.06. Bonn. Tschüss.